YouTube! Serum, ein neues Horror-Survival-Game, habe ich ungefähr mal vor einem Monat einen Trailer zugesehen und dachte mir noch, oh, das sieht ziemlich geil aus, wann kommt das denn? Jetzt kann man aktuell auf Steam die Demo kostenlos ausprobieren, das machen wir natürlich. Und wenn ihr da draußen mehr davon sehen wollt, mich unterstützen wollt, bewerten und kommentieren mit Hashtag Killerschwein, denn das Schwein hier drüben, das sieht ziemlich böse aus. Oder was meint ihr? Wir starten durch. Später gibt es irgendwann auch noch einen Multiplayer, aber nicht in der Demo, sondern in der Early Access Version oder Vollversion. Ich weiß es nicht. Auf geht's. Hello? Adam? Hi, sweetheart. I'm already at the airport. We'll leave any minute now. Did they at least tell you where you're going? You won't believe it. We're going to the corporate lab on Madamus. I'll call you when I'm there. Hug Chris for me. Bye. I'm worried about you. Everybody knows that a tester's work is dangerous. You shouldn't have taken this job. Come on, sweetheart. I'll be all right. Besides, we don't have much of a choice. This is the only way to earn some cash for Chris's treatment. Hi there, champ. Daddy, Daddy! I played soccer today! I even scored a goal! Fantastic. It's a shame I couldn't see it. When are you coming back? Soon, son. Soon. I can't wait to see you again. I know, sweetheart, me too. Fortunately, I'm leaving today, right after the surgery. Surgery? Something's wrong? No, everything's fine. They need to replace my timer, that's all. Don't worry, I'll be home tomorrow. Where am I? Shit. I don't have much time. Ey, ich muss sagen, ich find's so krass, welche Grafiksprünge die Indie-Games hingelegt haben, ne? Das sieht alles echt unglaublich geil aus. He's got the serum. Steve's ID. Okay, wir haben seine Leiche gefunden. Und wir wissen, es geht um irgendein Serum. Unser Sohn ist schwer krank. Und wir gucken, dass wir ein Serum finden. Anscheinend gibt es irgendeine Pest, die ganze Menschheit bedroht. Okay, Tab. Serum. Und wenn ich mir das hier spritze, dann bekomme ich ein bisschen Zeit. Wir haben hier Waffen, wir haben hier Tools. In Waffen ist noch nichts drin, aber Serum ist drin. Bams. So, der Timer wurde zurückgesetzt. Ja, wie gesagt, für ein Indie-Game grafisch echt geil. Könnte echt was werden, was ich so gesehen habe im Trailer. Ich selbst habe die Demo noch nicht gespielt. Hello? Is there anybody out there? Hello, Richard. Who are you? Identify yourself. Adam Stewart, Serum Tester ID 1XC027. Where's Steve? He's dead. Damn it. Eine Holzkiste. Ich nehme alles. Okay, man hat hier so ein leichtes Parcoursystem. Ich habe V-Sync natürlich angemacht. Aber man sieht, es funktioniert nicht so richtig. Also ja, es ist eine Demo, ne? Dementsprechend kann es hier noch zu Performance-Problemen kommen oder dass irgendwelche Funktionen noch nicht so richtig drin sind. Aber es ist immer eine gute Sache, wenn die Entwickler eine Demo zur Verfügung stellen, denn das zeugt von Selbstbewusstsein. Oh,
What happened? My arms! Something strange is happening to them! You are experiencing the first symptoms of the infection. What infection? I don't have time to explain. Look around. The central node building should be nearby. Can you see it? Yes! It's in front of me! Und ich muss sagen, es ist ziemlich gut vertont. Inside you'll find a device with a yellow DNA symbol. It's an absorber. You'll need to connect it to your timer. This way you'll cleanse your organism. But... Stop wasting your time. Do as I say. Then use the radio to call me back. Ja, ich geh erstmal so ein bisschen Pflanzen pflücken, ne? Oh yes, Wodka. Bandagen. Alles klar, ich bin gespannt, was hier abgeht. Okay, hier unten sehen wir Ausdauer und wahrscheinlich das andere Rote wird die Lebensenergie sein. Und ich bin infiziert. Nicht gut. Sieh mich nicht an. I think that's the thing he was talking about. Der Absorber. Der entfernt alle negativen und positiven Effekte von Serum. Und ich bekomme 10 Minuten. Wo ist der Absorber? Ist das Ding der Absorber? Stecke ich da jetzt meine Hand rein? I, Alter. Okay, ich habe 10 Minuten Alright. Bekommen. So what should I do? First of all, take this serum regularly. It'll protect you from the blight. Where can I find it? You'll need to produce it yourself. How? Three aspects are its most important ingredients. You'll find them in everything that lives. Unfortunately, that's not all. You'll need plants or even animals as well. Steve had his formula. Find it and gather the ingredients. Then use the device that should be right next to the absorber. It's a fabricator that converts organic matter into purified serum. Okay, hier ist mein Storage. Shit. I need to hang up. Also das hier scheint erstmal sowas wie die Basis zu sein. Und hier drüben, die Bretter kann man bestimmt irgendwie zerstören. Was ist das denn für ein Ding? Okay, hier muss ich anscheinend irgendwas craften oder extrahieren. Ja, hier sammeln wir Aspekte von Tieren. Wahrscheinlich wie von dem Wildschwein, was wir da gesehen haben. Okay, jede Menge Kram. Haben wir sowas wie eine Taschenlampe? I already have some of the ingredients. What happened? Why did you hang up back then? Corporate security started to track us. I managed to jam their signal, but next time I may not be so lucky. We need to keep talking to a minimum. Sure, you're the boss. Questions? What is this place, Richard? Where am I? It's ground zero. An area contaminated with a mutagen. This is where all the cable car lines cross each other. The central node building will be your home for a while now. You better learn as much as you can about the layout and the equipment of the rooms. When you're ready, use the radio to call me. I'll tell you what to do next. Ich habe eine Mundspülung gefunden. Okay, ich muss Serum herstellen. Ich habe anscheinend, klug wie ich bin, draußen im Wald schon alles eingesammelt. Ja, so machen das die Profis. Die wissen eben, was sie brauchen. So, wo waren die Maschinen? Hier, oder? Kreaturen. Hier kann ich nichts machen. Ich soll irgendwas brauen. Unten. Wir sollen unten brauen. Ah, die Station, die wir gesehen haben. Der Fabricator. So. Gehen wir mal ran. In meinem kleinen Labor hier. Was soll ich denn machen? Wahrscheinlich das hier.
So, wir haben all die Sachen. Wir können eins herstellen. Haben wir jetzt. Okay, ich brauche eine Werkbank. Also anscheinend baut man hier nicht irgendwelche Gebäudekonstruktionen, sondern... Oh, Toolbox. Joa, nehme ich auch wieder alles mit. Sondern man hat halt hier so eine vorbestimmte Basis. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man später vielleicht auch noch andere hat. Was ist das denn hier, der Bunker? Alter, wie groß ist das? Hier kann ich Sachen anpflanzen. Ey, wie cool. Kann ich das hier rüberziehen? Okay, der Generator muss an sein. Ich brauche erst Strom, damit es funktioniert. Das ist irgendwie alles eine Station. Gut, dann machen wir erstmal hier die Axt. Und wahrscheinlich müssen wir dann die Bretter zerlegen und dann geht's irgendwie weiter, ne? Also, no items. Wir können Sachen recyceln. Okay, ich brauche die Blaupause für eine Axt. Hier oben ist noch irgendwas markiert. Ja, gut, dass man hier Markierungen hat, sonst wäre ich ziemlich verloren. Hier so ein Zettelchen finden ohne Markierung. Wäre wieder so ein unnötiges, ja, such du mal, ne? Ja, hier ist die Basis, die ist, ja, relativ groß, such du mal. Mach du mal, du wirst das irgendwann schon finden, das alte Ding. So, schauen wir mal, ob wir eine Axt bauen können. Was fehlt denn? Metall, wo kriege ich Metall? Ich brauche Metall. Steve! Alte Socke! Vielleicht kann ich irgendwas recyceln und dann bekomme ich Metall. Was würde das hier geben? Was ist das hier? Warte mal hier, ich hätte doch diese Dosen. Oh, ja, das funktioniert. Nice. Ach, guck mal hier, die kann man einmal reparieren, dann kann man sie verbessern. Dafür brauchen wir Lappen. Dann irgend so ein Stick. Mundspülung, klar, natürlich super wichtig. Ey, du kannst deine Axt nicht so einer super krassen, zombievernichtenden Killer-Axt machen ohne Mundspülung. Das weiß doch jeder. Den Griff können wir verbessern. Die Schraube und wir können irgendwas mit Serum dran machen. Dafür braucht man Bandagen und Draht. Und natürlich auch die Blueprints. Okay, wir müssen Blueprints finden. Nur so bekommen wir bessere Baupläne. Der Generator, was ist mit dem hier? Kriegen wir den an? Was hauen wir da rein? Was schütten wir da rein? Ich habe keine Ahnung, ne? Ich meine, wir füllen ihn gerade auf. Irgendwas schütten wir da gerade rein. Ich uriniere gerade rein. Ich strolle rein und dann läuft das. So, wir haben Strom, wir haben eine Waffe. Wissenschaft plus Hoffnung gleich Tod. Richard, I did what you told me. What now? You need to come to my lab in the canyon. It's the only safe place. How do I get there? In Ground Zero, you'll find gates to sectors known as biomes. The problem is, the entrance to the canyon is blocked. You'll have to use the cable car. Unfortunately, it needs to be activated first. Oh, can't be too easy, can it? What do I do? First of all, you'll need to find Steve's access card. It should be somewhere in the node. Next, power up the cable car. You'll find the generator in the station building. And then what? One thing at a time. Do what I said. Then I'll tell you what's next. I'd rather you... Hello? Ach, guck mal hier. Richard? Oh, Prick. Ach, wir können hier die ganzen Sachen verbessern. Okay, wir können die Basis auch ausbauen. Finde ich geil. Finde ich sehr, sehr geil. Gut, mit Strom wird's nix. Wir müssen erst hier eine Connection aufbauen. Kann ich jetzt hier Holz hacken? Oder ist das eine reine Waffe? Weil es ist ja in Weapons drin und nicht in Tools.
Richard, come in. I turned on the power. What do I do with the access card now? Find a card reader in the cable car cockpit and put the card inside it. Bin ich jetzt eigentlich voll geheilt? Aber I ist mein Inventar. Special Items. Items. Use. Okay, ich bin voll geheilt, wie es scheint. Auch hier sehe ich, wie man es herstellt. Aber was gewinne ich, wenn ich es recycle? Weil eben gerade konnte ich auch nichts pflanzen. Aspekte. Körper, Seele und Geist. So, dann schauen wir uns hier mal um. Ich habe die Keycard. Ich frage mich halt auch, wie groß ist das? Gibt es eine Karte? I need the serum. Wie jetzt? Ich brauche jetzt schon wieder ein Serum. Kann ich irgendwo meine Hand sehen? That didn't work. It will work when you start up the cable car stations in the forest and swamp biomes. It's like a system of interconnected vessels. That's how you'll power up the canyon gate. By the way, you'll obtain a means of transport between biomes. You already know how to activate stations. You'll need power and access cards that belong to the biome engineers. You'll have to find them. I'll be damned. That's all? No. The canyon gate is only opened with a special code. For security reasons, it has been divided into two parts and linked with biome engineers' DNA. Each engineer has only one part of the code. All parts need to be retrieved from their timers. So, whether I like it or not, I need to find these friggin' engineers. What's left of them, more probably. Biomes are contaminated with a mutagen. A couple of years ago, the serum essence was released into the environment due to an accident. Most employees died instantly. Some survived, only to change into mindless monsters shortly afterward. Since then, the biomes are sealed off. And I'm supposed to get in there? You are one of the few who have immunity. The mutagen won't kill you. It won't permanently alter your DNA structure either. At most, it will make your life a little bit more difficult. I'm not particularly fond of things that make my life more difficult. I'm beginning to regret saving your ungrateful ass. Do you want to survive? Yes. Then do what I say and go to the biomes. What will I find there? It's difficult to predict. Be ready for anything. The survivors lived in safe zones known as refuges. They had absorbers and fabricators there. You'll be able to use them. And these engineers, how do I find them? You'll need to search the biomes they managed. Get in touch with me when you enter the biomes. I'll tell you where to look for them. Ganz schön storylastig das Spiel. Okay, wir müssen in die Biome. Ich muss ein Rätsel lösen, um das Gate 1 zu öffnen. Häschen! Ich mach alles kalt. Und wir sollten Serum mitnehmen. Denn draußen haben wir dann quasi nichts zu melden, ne? Wenn uns das Serum ausgeht, sind wir am richtig Poppes. Dann war's das für uns. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch Serum herstellen. Ich schaue mich mal hier ein bisschen um. Schnapp mir alles, was ich looten kann und mach mir erstmal eine ordentliche Dröhnung. Ja, es hat so ein leichtes, naja, Parcoursystem wäre vielleicht ein bisschen zu viel, aber man kann ja so ein bisschen rumklettern. Und die Basis ist echt irgendwie unübersichtlich groß am Anfang. So, nochmal hier ran. Saug es raus. Also in der Basis kann ich mich wohl immer wieder so ein bisschen erfrischen. So, habe ich alles? Alright. Wir haben zwei. Step by step. Okay, schauen wir uns mal das Tor an.
Ja, also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so ein storylastiges Spiel ist. Es ist also nicht so ein typisches Sandbox-Survival-Game, wo du einfach reingeworfen wirst und dann heißt es, ja, jetzt viel Spaß, ne? Guck, dass du interessante Orte findest und überlebe. Sondern es ist wirklich ein Story-Game. Ein Story-Survival-Game. Hätte ich mir nicht so vorgestellt. So, was soll ich hier tun? Okay, Start Flow. 2 Minuten. Das war doch kein Rätsel. Ich habe gar nichts gedrückt. Ich habe einmal F gedrückt. Das war doch kein Rätsel, verdammt. Das war einmal drücke, einmal F. Öffne die Tür, hätte es heißen müssen. Aber nicht. Yo, hier ist ein Rätsel. Der Rucksack kann irgendwann voll werden. Na? Ich überlege gerade, sollen wir irgendwas zwischenlagern? Und wo sehe ich denn? Wo sehe ich denn, wie viel Serum ich noch habe? Und was ist da unten? Auf der rechten Seite 1, 2 und 3. Irgendwelche Skills. I went through the gate marked with the Roman number 1. It's a woodland biome. A forest. You'll find the remnants of the Fauna Research Station there. Todd Bachman was a biome engineer. Where should I look for him? Start at the refuge, then search the station building. Call me when you find him. Naja, ich kann nur hoffen, dass wir irgendwelche Zwischenstationen hier haben. And one more thing. Look for formulas. The survivors learned how to produce various types of the serum. They called them stimulers, and they used them to obtain skills that may prove useful to you as well. Good luck. Vorsicht vor Stimulantien. Okay, schauen wir mal rein. Was haben wir hier? Also bald kann ich... Au! Ey! Kleines Drecksvieh. Was ist das hier für ein widerlicher Käfer? I. Kann man das essen? Brauchen wir Essen? Hat mir auf jeden Fall minimal Schaden gemacht. Das hier sieht auch so aus, als könnte man es irgendwie zerstören. Aber nicht mit meiner Axt. Die ist nicht für Holz oder für Abbauarbeiten zuständig. Was auch gar keinen Sinn ergibt. Ich meine, es ist eine Axt. Ist das hier giftig? Stöcke? Rotter. Ich habe irgendwie so ein bisschen Schiss, in den Nebel reinzugehen. Was habe ich denn hier alles? Ich könnte mal eine Bandage nehmen. Oder auch nicht. Ich habe doch Leben verloren. Eine Hütte da drüben. Hallo, ist hier jemand? Ich komme in Frieden. Solange es Loot gibt. Kann ich hier hoch? Solange es Loot gibt, bin ich ein netter Typ. Ein netter, friedlicher Typ. Mistviecher hier. Von hinten. Looten? Ja, komm. Wer weiß, was für eine Suppe ich daraus noch machen kann. Gibt anscheinend echt viele Materialien hier. Gibt es Gewicht? Ja, hier oben. Es gibt auch Gewicht. Johnnys Notiz, Batterien. Boah, so eine Elektrowaffe hätte ich Bock drauf. Okay, jetzt langsam verliere ich aber Lebensenergie. Langsam kriege ich hier doch auf die Fresse. Okay, das ist mein Vorgänger. Sieht aus, als wäre er erschlagen worden. Gib mir... Wow! 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 Holy moly, was ist das denn für ein Ding? Igitt?
Mehr Leichen. Deutlich mehr Leichen. Und wir müssen da rein. Alter, Dulla. Wow. Oh, okay, der macht richtig Damage. Und der hält richtig was aus. Richard! Spiel wurde gespeichert. Okay, jetzt brauche ich Heilung. Warum kann ich das nicht verwenden? Gehen die Pillen? Special Items. Okay, was ist das hier? Irgendwie kann ich hier aber nicht verwenden, die Sachen, obwohl hier Use steht. Moment, ist das irgendwo... Hier ist Serum, hier sind Tools, hier ist meine Waffe. Die geht auch kaputt. Alter, wenn da unten noch mehr von denen sind, habe ich... Verdammtes Problem. Hast du irgendwas Geiles dabei? Igitt, ein Herz. Alter, ich sammle dir die ekelhaftesten Dinge ein. Nee, er kann das nicht verwenden. Crafting. Ich kann Dinge recyceln, auch hier oder wie? Nee. Hero. Nee, ich kann es nicht verwenden. Ich weiß nicht warum. Regeneriert man wieder so ein bisschen Leben? Mundspülung! Hallo? Oh, ein Speer. Noch mehr Bandagen. Ich finde Bandagen ohne Ende. Aber ich kann sie nicht verwenden, was echt frustrierend ist. Batterien. Und da will er unten rein. Boah, eine Taschenlampe wäre geil. Ach, auf T sehe ich, wie viel Zeit ich noch habe. Uff, nicht gut. F ist aber auch keine Taschenlampe, weil das Serum kann er hier easy verwenden. That's better. Ja, aber es tötet auch. Oh yes, damit können wir die Axt verbessern. Geil. Ist es eine Fake-Leiter? Die Leiter funktioniert nicht. Okay, ihr bleibt tot. Wenn ja, finde ich das sehr gut. Immer schön weiter tot bleiben. Ja, ich müsste mal zurück nach Hause. Ich gehe mal zurück. Kann ich jetzt noch durchs Tor? Ich hoffe, wir können durchs Tor. Gehen erstmal hier lang wieder, ne? Die Zeit da oben nimmt ab. 40 Minuten. Was hat das zu bedeuten? Ist sie die ganze Zeit schon da oben? Ist das die Zeit für die Demo? Man darf es nur eine Stunde spielen? Ich weiß es nicht. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. So guckst du dein Spiel an. So starrst du auf den Monitor-Keys. Na gut, das Tor geht nochmal auf. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass wir uns heilen. Muss ja irgendeinen Weg geben. Und dann sollen wir den Kabeln folgen. Oh, Richard, du könntest mir echt ein bisschen helfen. Immerhin bist du der Experte für die Gegend hier. Aber die Markierung war ja im Bunker. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin.
Also immer wenn ich mir Serum unterwegs spritze, füllt sich an der Seite diese lila Anzeige. Die geht jetzt weg. Das ist eine Nebenwirkung des Serums, denke ich mal. So, wo war die Werkbank? Was ist das hier? Hier kann ich verbessern. Auch die Brewing Station kann man verbessern. Alright, nice. Ich muss mal eben schnell zu meiner Werkbank. Die war nicht hier, sondern eins runter. Ich sage, das Ding ist irgendwie super verwirrend. Warte, nee, die war oben. Die Werkbank, oder? Hier. Nee. Aber hier in der Nähe. Verdammt, ich werde die Werkbank nicht finden. Und die Uhr tickt. Da war die unten? Ich kann schwören, die war hier oben. Geht's noch weiter hoch? Werkbank! Hier ist dieser komische Container. Hier ist der Aspekte-Sammler. Warte mal, wie geht das denn? Ist leer. Dann hatten wir noch diese... Ne, die Werkbank muss dann unten gewesen sein. Das ist die Werkbank. So, jetzt habe ich wieder Orientierung. Gut, schauen wir mal. Ich würde das hier gerne... verbessern. Pflanzen. Autoteile. Okay, ich brauche Autoteile. Ich brauche immer noch eine Mundspülung. Mist, ich dachte, irgendwas würde schon gehen. Das hier geht. Nee, nur das hier geht. Okay, ich kann sie reparieren. Kann ich auch nicht. Weil sie noch repariert ist. Und auch wieder voll geheilt. Aber es kann ja nicht sein, dass ich hier Bandagen nicht verwenden kann. Gut, dann stecken wir ein bisschen was ins Storage rein. Eigentlich alles. Privat. Ah, okay. Man kann einmal privat machen, dann public. Das heißt also, ich kann hier meine privaten Dinge reinmachen. Im Sinne von, das kann mein Mitspieler dann nicht mir wegmopsen. Oh, ist schon voll. Okay, da ich eh nur alleine spiele, machen wir noch ein bisschen was in Public. So, das hier. Die Mundspülung, super wichtig. So. Habe ich jetzt erstmal wieder Luft. Dann noch ein Serum to go. Ich kann sogar was Neues herstellen. Dafür brauche ich aber menschliche Hoden. Habe ich gerade nicht. So, Serum to go ist hergestellt. Gib mir nochmal ein bisschen Saft und dann geht's ab ins Waldbiom. Dankeschön. Autoteile. Bis jetzt noch nicht gefunden. 0,6 Kilometer. Da ändert sich auch nicht wirklich viel. So, wir gehen nochmal hier zu diesem... Also wir sollen eigentlich... den Schienen hier folgen. Ich glaube, unten in diesem Labor haben wir alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Kann man hier über die Brücke? Oh, warte, ich kann hier... hier hin... da hoch... Autoteile. Bitte gib mir Autoteile. Das sind aber keine Autoteile, oder? Nö, ist einfach nur Schrott. Autoteile sieht so ein bisschen aus wie... hat so einen Auspuff.
Oh, Vorsicht. Der Van da drüben sieht doch auch nicht schlecht aus. Nein. Ich frage mich halt, wie groß ist das? Ich hätte echt gerne eine Karte. Einfach um eine bessere Übersicht zu haben. Und ich will gar nicht wissen, wie krass es wird, wenn so ein Eber kommt. Oder so ein verstrahlter Grizzly. Was ist das da hinten? Ist das ein verdammter Eber? Nee, das ist irgend sowas wie ein Wolf. Boah. Gib ihm. Hack ihn kaputt. Ich tanze um den Wolf herum, der mit dem Wolf tanzt. Ich hab Wolfsblut. Noch einer. Ist nicht gut. Der steckt da so ein bisschen fest, aber er trifft mich. Und ich treffe ihn nicht. Zumindest nicht so richtig. Und ich will jetzt hier nicht so viel Lebensenergie an den Wolf verschwenden. Okay. Wolfsschädel und Wolfsblut. Ich kann ja irgendwelche Tieraspekte übernehmen. Ich bleib auf der Straße erstmal. Mein Gefühl sagt mir, bleib erstmal auf der Straße. Verbrannte Leichen. Sehr gut. Die Musik. Werde ich verfolgt? Wow, wow, wow. Ach, ihr kleinen Drecksmaden. Ich mich eben erschrocken, als sie gekommen sind. Ich wünschte, ich hätte sowas wie eine Granate. Oh oh, oh oh, oh oh, oh, ich gehe hier hoch. Okay, warte. Ich loote. Bis jetzt kein einziges Autoteil gefunden. Der Mann schreit echt gerne, stirb. Was ist das da hinten? Eine Tankstelle. Nice. Kannst da hinten bleiben, komisches, hässliches Rüsselvieh. Ich will mit dir keinen Stress. Es hat ein Geschwisterchen. Okay, das Spiel wurde gespeichert. Boah, noch eins. Wenn ich doch nur Bandagen verwenden könnte. Muss doch irgendwie gehen. Nee, ich kann die nicht verwenden. Aber hier steht auch nicht gegen die Wunden drücken. Weil es schmutzig ist. Und das hier? Es ist kein Heilzeug. Ja, Wolfsblut kann ich mir reinfegen. Lecker, lecker Wolfsblut. Okay, heile ich mich dann mit Essen? Wenn es die Bandagen nicht sind. Sprit. Vielleicht. Oh yes, die Mundspülung. Johnnys Notiz. Telefon. Noch mehr Mundspülung. Wolfsbiss. Ist das die Endstufe? Verwandeln sich irgendwann alle Menschen hier zu Gülle? Ich finde, die Blaupausen kann man sehr, sehr schnell übersehen, wenn man bedenkt, wie wichtig sie sind. Was habe ich denn da gerade weggekickt?
Wäre besser, wenn die Blaupausen wenigstens so eine kleine Umrandung hätten, ne? Dass sie so ein bisschen optisch hervorgehoben werden. Das wäre schon ganz nützlich. Oh nein. 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 Oh, zwei von denen. Boah. Wo? Gibt's noch einen dritten? Es gibt noch einen dritten. Ach, das war der zweite. Ich hab den gar nicht erwischt. Ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Aber wieso finde ich keine Autoteile? Können die Dinger so selten sein? Okay, 0,3 Kilometer. Ich hoffe. Oh Gott! Hoi. Leck mich am Ärmel. Nicht gut, Alter, nicht gut. Boah, hab ich mich eben gerade erschrocken. Auf einmal kommt der Tankwart um die Ecke. Einmal voll machen? Nein, bei den Benzinpreisen sind sie irre. Voll machen? Warum habe ich eine Kiste gesehen? Vielleicht ist da irgendwas. Was? Ich bin tot. Och nö. Oh mein Gott, du landest hier und das Inventar ist weg. Spiel hat doch immer gespeichert. Okay, warte mal, vielleicht kann ich jetzt schon irgendwas verbessern. Boah, ob ich da noch hinkomme? Ich brauche nur noch Döschen. Dann könnte ich das hier verbessern. Wollen wir Dosen? Wir hatten noch so viele. Das sind nicht genug, oder? Waren es 10? Ich glaube, das ist nicht genug. Ich müsste eigentlich jetzt schon Kisten herstellen, aber ich denke, es lohnt sich nicht, oder? Waren es 8 oder 10? Es waren 10. Dazu brauche ich die Autoteile und ich habe bis jetzt noch kein einziges Autoteil gefunden. Aber mehr Damage wäre schon ziemlich geil, wenn ich das hätte. Wo ist denn diese Mixmaschine? Die war oben. Hier kann ich Kreaturen drin einfangen. Ach, und dann sammle ich die Aspekte und da muss es irgendwas geben für. Okay, ich verstehe. Man kann wohl irgendwie Kreaturen einsammeln. Wo kriege ich jetzt aber noch ein paar Döschen her? Zwei Döschen und ich wäre happy. Irgendeinen Tank hier drüben. Abflussrohre. Oh, hier könnte was sein. Gib mir doch einfach nur Sprit nochmal gefunden. Noch einfach nur zwei Döschen. Erstmal durch den Boden gefallen. Hier geht es dann wahrscheinlich zu einem anderen Biom. Oh, yes! 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 Ja, das ist Tor 2. Und so springt man wahrscheinlich von Biom zu Biom.
Ja, jetzt verbessere ich erstmal meine Waffe. Und ich hoffe, alles da drüben ist tot geblieben. Klingt wie ein Windspiel plötzlich. So. Nein, ich muss den... Ich muss erst den Tisch verbessern. Ich glaub's ja nicht. Okay, kann ich ihn verbessern? Oder brauche ich dafür irgendwelche heiligen, legendären Autoteile? Das war hier drüben. Die Crafting Station. Metall. Resin. Die Frage ist, wo kriege ich das her? Metall, wenn ich halt... So, schauen wir mal rein, was wir recyceln können. Wir recyceln mal das hier. Und das hier. Nägel. Die Lappen kann ich auch recyceln. Was kriege ich dafür? Dafür kriege ich Chips. Aber wie kriege ich Resin? Hiervon. Hiervon. What now? Hiervon noch mehr. Okay, man muss also vieles wegrecyceln. So, ich sollte eigentlich jetzt genügend haben, oder? Ach, und das tankt er hier rein. Das ist dann das Biofuel. Ich verstehe. Ich verstehe. Schauen wir mal, ob wir das Ding verbessern können. Yes. Yes. Alright. Bams. Das kann man nochmal upgraden. Ja, und hier geht's halt nicht weiter, bis ich Autoteile habe. So, ich recycle mal den ganzen Mist weg. Ja, und das Ding gibt halt einfach nur Kraftstoff. Damit kann ich halt das Ding hochfahren. Und dann kann ich da unten Sachen pflanzen. Gut, wir tanken nochmal auf. Und dann gehen wir raus in die Welt. Serum haben wir ja noch. Bitteschön. Es sieht ekelhaft aus, sich jedes Mal das Ding da rein zu prügeln. Aber hey! Du machst das schon, Kumpel. Du machst das schon. Bam. Das Ding ist jetzt deutlich stärker. Hoffe ich zumindest. Müsste eigentlich. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich an Autoteile rankomme... Dann wäre ich ein halbwegs glücklicher Mensch. Auspuff irgendwie? Nee. So, wir folgen jetzt straight. Und gehen nicht zur Tankstelle. Wir lassen uns nicht ablenken, denn da oben ist eine Uhr. Die tickt. Können auch, glaube ich, hier rüber ohne Problem. Oh mein Gott, der Fallschaden ist ja abartig. Liebe Entwickler, falls ihr mein Video sehen solltet. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ey, es gibt wirklich Entwickler, die suchen und suchen. Und vielleicht finden sie dich ja. Und wollen deine Meinung.
Echt? Hier geht's nicht hoch? Falls ihr das hier sehen solltet, verstehen solltet, ist glaube ich die höhere Barriere, dann reduziert auf jeden Fall diesen exorbitanten, abartigen Fallschaden. Der ist too much. Der ist wirklich einfach viel zu hoch. Allein wenn ich jetzt hier runterfallen würde, wäre ich wahrscheinlich tot. Also die Sachen sind schon mal gelootet. Jetzt hoffen wir mal, dass hier keine Wölfe mehr auf mich zugewackelt kommen. So, Cable Car Line ist hier oben. Ich glaube, ich werde von irgendwas beobachtet. Ja, und es fehlt Heilung. Na, da ich jetzt weiß, dass die hier auch wichtige Materialien hergeben, ne, eigentlich... Okay, die spawnen alle wieder. Unglaublich. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt gehen wir mal hier lang. Ist das das Kabel da oben? Ja. Au. Alter, seid ihr hartnäckig. Okay, zwei Schläge sind jetzt tot. Davor waren es drei. Boah, und noch ein Wolf. Uff, den loote ich aber mal. Fürs Wolfsblut. Okay, verfolgt mich noch irgendjemand hier? Die Tankstelle, vergiss es. Wir haben sie ja eh gelootet. Wenn keine Autoteile drin sind, bin ich nicht interessiert. Außer man muss irgendwie die Autoteile herstellen, aber es ergibt eigentlich auch keinen Sinn. Wieso solltest du kaputte Autoteile herstellen? Was würde das für einen Sinn ergeben? Was denn wurde? Noch ein Wolf. Okay, der verzieht sich. Nice. Ja, es scheint echt noch vieles abseits des Weges zu geben. Oh no. Bin ich überhaupt noch richtig? Ja, ich muss hier lang. Verreck ich, wenn ich da reingehe? Richard mentioned Stimulers. I probably need one of them to pass through that damn fog. Wo krieg ich den Stimulantius her? Ich muss irgendeinen Alpha töten und mir seine Leber schnappen. Oh, was? Okay, gegen den habe ich ja gar keine Chance, oder? Bonebreaker. Alles klar, fiese. Noch ein Bonebreaker, bist du? Bist aber kein Alpha. Diese Tentara Rats sind... diese Spuckeviecher. Ey, ich trau mich nicht gegen den Bonebreaker. Okay, den Wolf kriegen wir hin. Die! 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 Okay, die Ratte ist irgendwo hier in die Richtung. So, eine Ratte schaffe ich. Aber ich hatte ja Autoteile dabei. Ratte, wo bist du? Die Ratte hat auf jeden Fall Wölfe als Freunde. Boah. Jetzt beruhigen wir uns alle mal, okay? Noch ein Wolf.
Komm her! Oh, da kommt ein zweiter. Kein Bock jetzt zu sterben. Ich habe keine Ausdauer. Bah! Alright. Den einen looten wir, den anderen. Vergiss es. Hab eh genug Zeug. Das Serum heilt aber nicht, oder? Ich hau mir mal Serum rein. Damn. Good. Nee, wahrscheinlich gibt's irgendwas, was heilt. Irgendeine Spritze, die heilt. Dafür brauchst du nur die Blueprint. Oh, was? Du bist der Alpha? Ach, du Heilige. Er ist tot. Aber ich auch fast. Oh. Ich wusste ja nicht, dass es so ein Riesenvieh ist. Ich dachte, er wäre ein bisschen größer. Boah, das war... No, no, no. Die auf jeden Fall mitnehmen, die sind wichtig. Gib mir deine Hoden. Au! Ich will wissen, was da drüben zu holen ist. Aber das ist halt wieder so ein Ghoul. Aber ich könnte mir vorstellen, da gibt es eine Blueprint. Oh, ne. Ich glaube, ich bin tot. Da geht's ja auch noch lang. Oh, Autoteile. Ich habe zum ersten Mal Autoteile gefunden. Ja. Ich werde sterben, aber mit Autoteilen. Oh, no. Das ist ein Alpha-Wolf. Verflucht, Alter. Ich habe ein Autoteil. Wenn es das gespeichert hat, kann ich ein Autoteil mitnehmen. Wo bin ich? Ich soll was brauen. Inventar? Alter, er nimmt das Autoteil mit. Okay, wir wissen jetzt, es gibt die legendären Autoteile. Sie liegen einfach so auf dem Boden rum. Jetzt machen wir erstmal hier drüben. An die Braustation. Das hier ist Serum. Und das hier gibt Giftresistenz. Jetzt kann ich es auch hier. Okay. Ich habe was Neues gelernt eben. Durch das Durchmixen. Hätte ich doch nur zwei weitere Autoteile. Ja, passt schon. Vielleicht noch ein bisschen was verschrotten, damit wir mit nicht so viel Zeug rumrennen. Was habe ich denn hier noch? Der Speer, stimmt. Was macht das denn? Wolfsköder. Stofffetzen. Wire. Nice. Brauchst aber halt auch wieder so einen Stick. Stimmt, wir hatten ja noch einen Speer. Vielleicht ist der signifikant stärker, ich weiß es nicht. Stich, stich, stich! Wir werden es sehen. So, ich bin sowas von bereit. Ich wollte noch ein bisschen was recyceln eigentlich, aber wir nehmen einfach nicht so viel mit. Und es geht ja noch. Bin noch gar nicht so voll. Ein Stock. Auch super selten. Was würde ich nur ohne einen Stock machen, ne?
So, ist ein langer Weg. Wir sprinten jetzt durch. Also Zwischenstationen wären eigentlich eine gute Sache, aber ich könnte mir vorstellen, wenn wir da hinten ankommen, dann gibt es irgendeine Station. Oh, wieder hier hoch. Anders geht's ja leider nicht. Warte mal, hier ist glaube ich besser. Ja, ich weiß, das Auto kann man looten, aber das Auto gibt keine Autoteile. So, jetzt vorsichtig. Vorsichtig hier rüber. Ich hoffe, nichts kracht. Also wir müssen auf Auspuffteile am Boden eigentlich achten. In der Nähe von Autos. Aber da oben war... Was war das? So eine Art... Entweder war es so eine Kläranlage oder ein Stromwerk, was es da oben war. Da gab es ja auch nochmal richtig Kram, aber da war halt so viel los. Und dann auch noch ein Alpha-Wolf. Jetzt hätte ich nicht genug Probleme. Kacken die mir noch so ein Alpha-Wolf vor die Füße. Okay, der ist super schnell, aber macht deutlich weniger Damage. Moment, wir müssen hier lang. Blocken kann man damit auch. Was ist das denn für einer? Gewöhnlicher oder irgendwie ein Super-Ghoul? Aber da müsste es doch eigentlich bei so einer Werkstatt und Tanke Autoteile geben. Okay, der ist doch viel krasser. Er macht zwar weniger Damage, aber du bist so schnell. Du stichst die hier so schnell ab, das ist heftig, das Ding. Speer ist King. Diese Wolfsschädel sind gar nicht mit. Oh, doch, hier sind sie. Die kann ich essen, da kriege ich Seele. Was die Stats bringen, habe ich noch nicht wirklich verstanden. Aber welcome to the fog. So, wo ist mein Serum? Gets your juices flowing. Jetzt bin ich resistent gegen den Dreck hier. Was? Das war's? Nö, Alter. Oh, ja, es ist Q2 2024, geht's in Early Access. Also, jetzt mal hier Fazit. Optisch finde ich das Spiel sehr schick. Sehr schick, dafür, dass es halt wieder so ein kleines Indie-Ding ist. Es hat noch viele Sachen, die stören mich, wie das Heilen so. Vielleicht habe ich das auch komplett verballert. Ich denke mal, es gibt irgendwann ein Serum, das sich heilen wird. Aber ich habe jetzt hier nichts gesehen. Es muss noch so ein bisschen Balancing rein. Die Kämpfe finde ich sehr langweilig. Das kann man auch besser machen, aber sind wir fairerweise ehrlich, andere Survival-Spiele kriegen es auch nicht wirklich besser hin. Wenn ich jetzt an, keine Ahnung, Sunkenland denke, der Gegner rennt stumpf auf dich zu, wenn er eine Nahkampfwaffe hat und der andere schießt halt um sich. Klar, hier und da gehen die mal in Deckung, aber im Endeffekt ist es dasselbe, bloß in einer anderen Form. Sons of the Forest zum Beispiel oder allgemein Forest rennen die Gegner auch auf dich zu. Natürlich haben die ein deutlich intelligenteres Verhalten als die hier, aber so im Großen und Ganzen sind die meisten Kämpfe in diesen Survival Games nicht so spannend. Ich würde es mir wünschen, dass es ein bisschen komplexer wird. Vielleicht irgendwelche Schwachpunkte, die man gezielt treffen muss. Irgendwelche Angriffe, die man gezielt blocken muss. Denn immerhin gibt es ja hier ein Block- und Konter-System im Ansatz. Und wenn man dann sagen könnte, yo, hier blocken und dann ist der kurz gelähmt und dann musst du irgendeine Pestbeule abstechen und dann kriegt ihr fünffach Schaden oder ist direkt tot oder sowas. Das wäre schon interessant. Hier oben steht auch, dass es andere Kreaturen geben wird und Bosse. Hätte ich jetzt gewusst, dass hier Ende ist, hätte ich auch noch, weiß nicht, können wir was laden? Ich probiere es mal und spielen wir nämlich noch ein bisschen weiter, wenn das geht. Nee, man kann nicht laden. Das ist mein Game, Serum 1. Ich komme auf Play. Nee, leider nicht. Leider kann man das Spiel nicht laden. Aber ich denke, wenn die Zeit oben abgelaufen wäre, dann wäre das Spiel so oder so rum. Ja, es ist halt eine limitierte Demo. Kommt im Sommer 2024.
hat sehr, sehr viele coole Ansätze. Auch die Story finde ich eigentlich ganz interessant. Ich würde gerne wissen, was da so abgeht. Die Sprecher, die Vertonung war auch solide, war echt solide. Wie gesagt, nur das Kampfsystem fand ich ein bisschen boring. Aber so hat die Welt schon erste spannende Ansätze, dass man doch erkunden möchte. Auch das mit dieser Station, dass man die ausbaut, finde ich cool. Ich weiß jetzt nicht, wir haben nur die Werkbank geupgradet, ob die sich optisch verändert hat. Ich glaube nein. Aber das wäre auch sowas, was ich cool finden würde, dass jedes Upgrade auch die Optik der Station verändern würde. Na gut, das war's mit Serum. Eure Meinung in die Kommentare. Hashtag guter Ansatz. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bewerten und tschüss.